Reaktionen in Russland. Eine harte IOC-Entscheidung stand, 6.12.2017, 12.33 Uhr Seitenanfang. Die IOC-Entscheidung, Russland als Nation von den Winterspielen 2018 auszuschließen, sorgt im Land für heftige Reaktionen. Sie reichen von Bedauern über Boykottaufrufe bis hin zur Überzeugung, dass die, die es dürfen, unbedingt nach Südkorea fahren müssen. Von Sabine Stür, ARD Studio Moskau. Keine russische Flagge, keine russische Hymne, keine formal russischen Sportler bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea. So hat das IOC entschieden. Stattdessen ein sogenanntes Team russischer Sportler unter der Flagge mit den Olympischen Ringen. Neutral, das IOC wird die Sportler einzeln einladen, und auch nur die, die nachweislich nicht gedopt haben. In Russland reagiert man darauf überwiegend so, wie der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Alexander Schuko, der die Entscheidung als hart bezeichnete. Er erklärte aber auch, es ist sehr wichtig, dass das IOC damit jetzt einen Punkt hinter diese Dopingaffäre setzen möchte. Sie sehen ein, dass wir kolossale Arbeit geleistet haben, um unser Anti-Doping-System in Ordnung zu bringen. Aber natürlich ist das Fehlen der Flagge und der Hymne ein großes Minus. Olympische Spiele ohne Russland-Ausschluss leid. Das Internationale Olympische Komitee hat entschieden, Russland darf angesichts des weitreichenden Dopingskandals nicht an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilnehmen. Aber russische Sportler dürfen mitmachen unter neutraler Flagge. Mehr fahren oder nicht fahren. Abgeordnete der Duma waren deutlich emotionaler und drohten direkt nach der Entscheidung mit Boykott. Das sei demütigend, Russland könne sich so etwas nicht bieten lassen, es sei schließlich eine Sportgroßmacht und müsse das IOC in seine Schranken weisen. Dabei hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow schon dementiert, dass es Pläne dafür gebe, die Spiele ohne Russland stattfinden zu lassen. Das seien Einzelmeinungen und der Kreml mahnte mehr Sachlichkeit an. Reaktionen aus Russland zu IOC-Beschlüssen. Tagesschau, 12 Uhr, 6.12.2017, Wolfgang Wanner, Genf. ARD Download der Videodatei. Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: klein, H264, mittel, H264, groß, H264, HD, H264. Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel Speichern unter auswählen. Video einbetten. Nutzungsbedingungen. Embedding. Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes Einverstanden erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo